Saisonschluss zerplatzten so manche Träume, ob im Norden, im Süden oder gar bei der Dortmunder Borussia. Der Tabellenzweite ganz in Rot hatte 30 Minuten lang das oft zitierte Glück, das man zur Meisterschaft wohl benötigt. Zorc, Bittcher einen Schritt zu spät, Chance Nummer 1. Dortmund ließ sich von der optischen Überlegenheit der Bayern überhaupt nicht nervös machen, hatte zu Beginn einen Marcel Raducanu, der sich von niemandem aufhalten ließ, es sei denn von Jean-Marie Pfaff. Chance Nummer 2. Der Rumäne legte ein Tempo vor, dass es den Münchnern Angst und Bange werden konnte. Raducanu, Jürgen Wegmann, Pfaff im richtigen Moment aus dem Tor, Chance Nummer 3. Klar, dass Raducanu mit seinen Stürmern hadert. Die Bayern vergaßen auf ihrem Angriffsschwung völlig, dass Dortmund schließlich die Heimmannschaft war und gegen den Abstieg spielt. Uli Bittcher enorm fleißig und aus dem Hinterhalt Michael Zorc, Chance Nummer 4. Wie oft hat er sich wohl schon die Haare geraubt? Es war in der ersten Halbzeit ein hervorragendes Bundesligaspiel mit einem kontrollierenden FC Bayern. Allerdings im Glück. Daniel Simmes nutzt die verworrene Situation, bis er an allen vorbei ist. Pfaff wehrt ab, Simmes per Kopf, Michael Rummenigge auf der Linie, kaum zu glauben, Chance Nummer 5. Diese schöne Einzelleistung nochmals wesentlich langsamer. Simmes blieb kein Raum zum Abspiel, machte das einzig Richtige. Uli Bittcher hatte die Arme schon hochgerissen, doch Michael Rummenigge. Dazwischen lag eine einzige Möglichkeit für die Bayern. Leerbü, Matthäus, Hoeneß, Kinderkommentar. Und dann trat eine alte Fußballweisheit eindrucksvoll in Kraft. Nur Tore zählen eben letztendlich. Hans Flügler, 36. Minute, vergessen waren die vielen, vielen Dortmunder Chancen. Dieses prächtige Tor in Zeitlupe. Ballannahme, einmal springen lassen und dann mit dem linken Fuß die Zehenspitzen zeigen nach rechts. Viel FE, zu viel für Eike Immel. Der Halbzeitstand. Udo Lattek, Dortmund könnte 3-4 zu 0 führen. Bayern, ja, sie führen aber nicht. War Glück oder Können? Nein, das war eine Menge Glück dabei. Wir haben zwar optisch überlegen gespielt, aber die Dortmunder haben die klareren Torchancen gehabt. Aber letztlich entscheidend ist, dass wir im Moment 1-0 führen. Ich hoffe, dass das bis zum Spielende so bleibt. Und hier irrte sich Udo Lattek ganz gewaltig. Sören Leerbü, Roland Wohlfahrt, 71. Minute. Bayern führte nämlich schon mit 2-0. Das Spiel verflachte etwas in der zweiten Halbzeit, doch das 3-0 der Bayern entschädigte für vieles. Michael Rummenigge, Roland Wohlfahrt mit dem Außenriss und damit der richtigen Balldrehung wieder zu Rummenigge. Der legt den Ball zurück. Großartiges Verständnis zwischen den beiden. Das 3-0 in der 77. Minute. Udo Latteks Geste. Jeder darf sich seinen eigenen Reim darauf machen.